So viel. Drei Türken und ein Baby startet in dieser Woche. Und ich freue mich sehr, den Drehbuchautor und Regisseur Sinan Akkuş und einen der Hauptdarsteller, Eko Fresh, zu begrüßen. Herzlich willkommen. Genau, Eko, du in die Mitte. Okay. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Ja, hallo. Guten Morgen. Hilfe, da fällt er gleich um. Jetzt bin ich aber wach. Ihr hoffentlich auch da unten. Sinan, fangen wir mit dir an. Oh Gott. Du hast das Drehbuch geschrieben, du warst der Regisseur des Films, man hat dich gerade ganz kurz auch gesehen, kleine, na, sagen wir mal, Mini-Rolle im Film. Wo kam denn die Idee her und ja, wie kam es zu diesem Film? Oh Gott, wie kam es zu dem Film? Also prinzipiell ist es so, dass ich die Firma mal getroffen hatte und die anhand meines letzten Filmes gerne mit mir zusammenarbeiten wollten. Und eigentlich habe ich mal irgendwann daher salopp gesagt, als wir überlegt haben, ja, worüber könntest du denn mal einen Film machen? Habe ich dann so gesagt, weil ich war da gerade Vater geworden, habe gesagt, ja, ich bin gerade Vater geworden, ich bin hin und weg, ich kann euch drei Türken und ein Baby schreiben, irgendwie so. Und dann fanden die den Titel eigentlich so toll. Also diesen Film gibt es eigentlich aus dem Grund, weil man am Anfang den Titel so super fand. Und dann fand ich eigentlich also die Idee auch total super, weil ich selber eine Tochter habe, mal einen Film darüber zu machen. Und habe das Drehbuch geschrieben und so kam es zu der Idee des Filmes. War denn relativ klar, weil du sagst, es gab sozusagen zuerst den Titel, das ist ja eher ungewöhnlich, ne? Normalerweise hat man eine Geschichte und dann überlegen alle tagelang, wochenlang und ganz kompliziert, wie man den Titel findet. War dir von dem Titel an relativ schnell klar, wie die Geschichte funktioniert, also abgesehen davon, dass drei Türken mitspielen und ein Baby? Nee, also genau, ganz am Anfang stand halt klar, ich meine, die Idee zu dem Titel kam natürlich halt auch so ein bisschen, weil es ja irgendwann mal in den 80ern gab es mal einen Film, Drei Männer und ein Baby. Und ich glaube, wenn es dem Film nicht gegeben wäre, dann wäre ich auch nicht auf den Titel gekommen, zu sagen, drei Türken und ein Baby. Und insofern war mir klar, dass es drei Türken braucht, ein Baby braucht und dass dieses Baby irgendwie zu den Türken kommt und dann irgendwann am Schluss wieder irgendwas mit dem Baby passiert. Aber dann geht es darum, die ganze Geschichte der ganzen einzelnen drei Türken zu kreieren, zu machen und das alles noch zu schreiben. Eko, wie war das für dich? Ich weiß nicht, kanntet ihr euch vorher schon, als das Angebot kam? War dir schnell klar, das mache ich? Ich kannte den Sinan noch nicht vorher. Ich habe den kennengelernt beim Casting sozusagen und war dann froh, das zu erfahren, dass er aus Köln kam, wie ich halt. Und dann konnte ich mich halt in Köln dann nochmal mit ihm treffen und nochmal irgendwie was essen gehen. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Hat er versucht, irgendwie mich kennenzulernen in der kurzen Zeit oder ich versucht auch ihn kennenzulernen. Hat dann, glaube ich, sogar nochmal die Rolle ein bisschen umgeschrieben und ja. So kam das zustande. Also so, ich weiß nicht, ob du willst, dass man das sagt, also so wie ich das mitgekriegt habe, war das jetzt keiner, der auch so voll fest auf sein Buch versteift war, so ist die Erstversion und so muss das bleiben. Der war auch die ganze Zeit im Prozess, so je näher das zum Film hinging. Ich weiß nicht, ob du... Nein, absolut, absolut. Also wenn man so einen Film macht, unser Ziel bei diesem Film mit allen zusammen, also auch mit Eko, mit anderen Schauspielern und so weiter, wir machen eine Komödie und wir versuchen, den lustigsten Film zu machen. Das heißt, jeder, der eine Idee hatte von Eko, Kostja, Kida oder wie auch immer, hat gesagt, ey, lass uns das so machen. Und dann haben wir uns schlapp gelacht und fanden das super. Also das ist eine Komödie und der ist saulustig und insofern ist das Ziel da, ein Maximum an witzig zu machen. Jeder, der einen guten Witz hat und der ist besser als den Witz, den ich im Drehbuch hatte, dann geht der weg und dann kommt der bessere Witz rein. Okay, sehr demokratisch klingt das. War das wirklich so? Also ich meine, normalerweise steht der Regisseur am Set und sagt, so wird's gemacht. Und der hat schon jedes Mal mit uns irgendwie die Szene geprobt und dann haben wir auch aus der Situation herausgeguckt, was kommt witziger oder was auch immer. Und wir haben halt zum Beispiel mit dem Kida haben wir einen total witzigen Zeitgenossen irgendwie dabei, der auch im Alltag einfach mal so am Stück irgendwie die Witze raushaut. So, ja. Und das hat, glaube ich, auch, also es hat auf jeden Fall nicht gestört, so, ja, das hat das auf jeden Fall nur gefördert und wir haben einfach versucht, generell das Maximum von allem irgendwie drin zu haben und der Film hat echt eine riesen Gagdichte, also man muss eigentlich fast jede Minute irgendwie schmunzeln oder lachen, so, ja, das ist wirklich ein sehr lustiger Film geworden. Und wenn man bedenkt, 96 Minuten,
Heißt das 96 Mal lachen Richtig. Oder schmunzeln? Ganz genau. Immer 96 Witze, sozusagen. Das war, also wir haben 96 Witze eingebaut. Der Film mit den 96 Witzen, nicht schlecht. So könnte man ihn auch gut bewerben. War dir denn, Sinan, von Anfang an klar, also man hat ja, wenn man ein Drehbuch schreibt, bei Regie ist es nochmal anders oder auch so, aber bei Drehbuch besonders, man hat ja so Figuren im Kopf. Also wenn man eine Figur entwickelt, ne? Also sei es, dass man einen Schauspieler im Kopf hat, dass man eine Vorstellung hat, wie die sein können. Wen hattest du im Kopf? Also hattest du zum Beispiel Eko oder Kostja oder Kida im Kopf? Na, dazu muss man Folgendes sagen. Also es ist völlig richtig, was du sagst. Es gibt Autoren, die können überhaupt nicht schreiben, wenn sie nicht konkrete Figuren im Kopf haben. Ich gehöre da leider nicht zu, also eigentlich nicht leider. Bei mir ist es so, ich schreibe, ich habe eine Figur im Kopf, aber ich habe da noch dann erstmal keine Person dazu im Kopf, so, ja. Und dann, wenn es fertig ist, dann macht man das Casting und dann sagt man so, dann guckt man, welche Figur, also welcher Schauspieler passt zu der Figur, die man sich vorgestellt hat, so, ja. Und das hat alles Vor- und Nachteile. Also wenn man eine Figur, weil wenn man eine Figur im Kopf hat, unbedingt, und dann wird es diese Figur nicht irgendwie und die Figur sagt ab oder sagt, nee, ich will das nicht machen, ich drehe schon was weiß ich, was anderes oder so, dann sind die ja so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte das nicht, klar, ich habe so ein bisschen gedacht, ich kannte den Kida, ich habe so gedacht, der könnte so, der passt ja zu der Figur, die ich da so ein bisschen geschrieben habe, der ist auch so ein bisschen dick, kann so aggressiv sein und so. Das hatte ich irgendwie halt nicht und dann haben wir irgendwie gecastet, dann haben wir gesagt, okay, jetzt schauen wir uns die an und hatten Eko da auch beim Casting und ja, und dann gab es ganz viele Sachen, die für Eko gesprochen haben vom Spiel und bei Eko ist es halt wirklich toll, was mich fasziniert hat bei ihm ist, dass er kommt und der Eko strahlt irgendwie halt einfach so eine Wärme aus, ja, der hat so was unheimlich Sympathisches und ich mag das immer in Filmen, wenn die Figuren, auch wenn die Figuren im Film böse sind, aber dass sie irgendwie, aber ich meine, bei einer Komödie ist man ja nie wirklich, wirklich richtig böse, aber dass sie trotzdem so eine Wärme haben, dass sie so eine sympathische Ausstrahlung haben und das hat Kostja, das hat Kida und das hat Eko und das finde ich irgendwie ganz, ganz toll. Danke. Das wollte ich, ich habe gewartet, bis wir hier bei Apple sitzen, damit ich das sagen kann. Ja, weil ich dem dann gleich ein iPhone kaufe. Ganz genau. Aber das 128 Gigabyte. Wir haben, also der Titel legt ja nahe, es handelt sich um drei Türken, in diesem Falle sind sogar drei Brüder und es geht um ein Baby, das ein sehr süßes Baby, muss man an dieser Stelle mal sagen. Und vielleicht schauen wir uns zumindest das Baby mal an und schauen einen Ausschnitt. Ja, das kann man so als Standbild mal lassen, das ist ganz schön. Hat nicht geklappt. Das ist, ich habe es gesagt, man konnte es gerade sehen, ein sehr süßes Baby. War das schwierig, ein Baby zu finden? Ja, also schwierig. Also was schwierig war, ist, so ein Dreh ist immer sehr anstrengend und geht auch immer sehr lang. Und da ich ja auch Vater bin, weiß ich, Babys müssen irgendwann mittags schlafen und ab 18 Uhr kann man eigentlich nicht mehr drehen und so. Und deshalb, was am Anfang schwierig war, war, wir wollten Zwillinge finden. Also das heißt, wir wollten eigentlich im liebsten Fall ein super süßes Baby, aber als Zwilling, so dass wenn die eine schläft, können wir mit dem anderen drehen und umgekehrt. Und das war ein bisschen schwierig, jetzt im Frankfurter Raum da auch so Zwillinge zu finden. Aber ansonsten haben sich einige Babys, hat die Casterin, die Christiane, haben sich beworben, haben einen Lebenslauf geschickt, die haben ein Video von sich gemacht, irgendwie haben vorgespielt und da haben wir dann das Beste ausgesucht. Was erzählst du? So war es überhaupt nicht. Das hat die Christiane Blum, die Casterin, hat einige Babys gefunden. Und dann, was ganz süß war, ist, wir kamen dann in den Raum rein, als der Casting-Termin war. Und dann kommt man in den Raum rein und das sind 8, 9 Babys, die da rumkrabbeln und machen mit den Eltern zusammen. Und dann guckt man sich da so die Babys an, welche süß, welche passen, welche nicht passen. Und genau, und mit der Clara sind wir aber irgendwie sehr, 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 sehr zufrieden und finden es ganz toll. Ist tatsächlich auch nur ein Baby im Film oder sind es zwei? Genau, es sind zwei Babys, die sich sehr, sehr ähnlich sehen und bisher eigentlich kaum Leute gesagt haben, ah, ich habe es gesehen, da war jetzt ein anderes Baby. Also das wäre jetzt mal eine Herausforderung zu wissen, wann, wo, welches Baby drankommt. Man sieht aber hauptsächlich Baby Clara. Clara ist am meisten, aber es gibt auch einige Szenen mit dem anderen Baby, was da vorkommt.
Genau. Die kann übrigens jetzt schon ein paar Worte sprechen. Okay. Mittlerweile. Ja, jetzt läuft. Ihr seid dicke Freunde, nehme ich an. Die hat mich heute Morgen in der Hotellobby begrüßt. Die hat mich geerdet bei Facebook heute. Beginn einer langen Freundschaft, würde langen ich behaupten. Langen Facebook-Freundschaft. Sehr langen Facebook-Freundschaft, genau. Wenn ihr noch mal so ein bisschen an den Dreh denkt, also ich finde, wenn man, was einem auffällt, ist, wenn man den Film sieht, abgesehen davon, dass sozusagen in jeder Sekunde ein Witz kommt oder man schmunzeln muss und die Witzdichte so hoch ist, dass man das Gefühl hat, dass das Verhältnis also zwischen den drei Brüdern tatsächlich, also es ist natürlich, ihr seid ja keine Brüder in real, aber man hat das Gefühl, es ist so ein Familiengefühl. Mhm. Ihr kommt gut miteinander klar, ihr streitet natürlich in dem Film, ihr seid sehr unterschiedlich in den Rollen, in den Figuren, die ihr darstellt, aber das Verhältnis, war das am Set genauso gut, wie es wirkt? Also es wirkt sehr harmonisch. Ja, es war tatsächlich sehr harmonisch und die Drehzeit, das war wirklich eine der besten Zeiten meines Lebens, muss ich sagen. Ich werde das nie vergessen, das waren so ein, zwei Monate in Frankfurt halt, wo wir alle auch in im gleichen Gebäude gehaust haben, also in so Wohnungen, wir hatten so Apartments. Dann hat man eine gemeinsame Dachterrasse, wo wir uns dann abends nach dem Dreh mal getroffen haben. Und ich habe die Jungs da halt immer näher kennengelernt und der Kontakt besteht bis heute und er wird auch nach dem Film noch bleiben. Und ja, das war eine tolle, tolle Zeit, muss ich sagen. Wie ist das denn für dich? Ich meine, du hast, wenn ich das richtig informiert bin, zum ersten Mal geschauspielert. Und dann waren, also Kida hat schon öfter gespielt, Kostja ist sozusagen der Vollprofi. Wie ist das? Also in so einem Moment, wenn man zum Beispiel am ersten Tag ans Set kommt und man hat das eigentlich noch nie gemacht. Das ist doch irgendwie aufregend, ja, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Also ich hatte schon einen Piloten gedreht von der Serie und so weiter. Aber eigentlich war das so das erste Mal so etwas Großes. So, ja. Und dann war auch die erste Szene, die erste Szene war direkt closed, irgendwie auf mich gerichtet. Und ich musste telefonieren, halt mit jemandem, der nicht am Telefon ist. So, ne? Und auch so ganz emotional werden so. Und dann habe ich das irgendwie im Kasten gehabt. Das hatten wir eigentlich schon beide vergessen. Und der Kida hat uns diese Situation nochmal erzählt, wie das da eigentlich dann war. Und als dann der erste Take fertig war, hat sie dann erstmal alles so abgebrochen, hat gesagt, warte mal. Dann hat er mich so umarmt. So. Und ich glaube, er hat sich gedacht, boah, zum Glück, es wird nicht ganz so schlimm. So. Nein, ich mache nur Spaß, aber ich glaube, der war erleichtert, als er gesehen hat, dass ich mich dann doch ganz locker machen konnte. Okay, also dass du das sozusagen professionell gemacht hast, was man ja im Film dann auch tatsächlich sehr gut sehen kann. Aber war das wirklich so? Also ich meine, dachtest du so, okay, kein totales Desaster, der kann das so ganz gut, der war nicht nur im Casting gut? Ja. Ja, ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Also der Echo hat sich sowas von Mühe gegeben. So, ja, also der hat wirklich auch mit den Jungs und den Tags und geprobt und gemacht. Der hat wirklich, und er war so konzentriert. Also es gibt auch Schauspieler, die kommen und drehen und also so, ja, die und nehmen es, ja, was heißt nicht so ernst, die nehmen es so ein bisschen auf die leichtere Schulter. Und der Echo hat das irgendwie so sehr gemacht. Und ich fand es halt so super, was er gespielt hat. Ich fand es so gut. Das war so eine Emotion. Ich habe mir da gar nicht gedacht, okay, ich muss jetzt das und das machen, sondern emotional war es so, ich war so happy darüber, dass der das so geil gemacht hat, dass ich hingegangen bin, den umarmt habe und mich sehr gefreut habe. Weil normalerweise so ein Dreh hat immer ganz viele Faktoren und normalerweise würde man mit jemandem so wie Echo so ganz langsam anfangen und auch nicht gleich am ersten Drehtag, wo das ganze Team sich auch irgendwie eingrooven muss zwischen Kamera, Regie und so. Aber es hat sich einfach so ergeben, erster Drehtag, erste Szene, erste Einstellung auf Echo, so, ja. Das hat sich einfach so ergeben und insofern war ich da unheimlich happy. Ja, hält's ja auch, kann man in dem Film sehen, nicht nur die erste Einstellung. Ich finde, weil ich das gerade sagte mit dem Verhältnis dieser drei Brüder, das ist ja schon sehr speziell, ne? Also um das mal vielleicht so ganz kurz zu umreißen, du bist der Jüngste von allen dreien, bist für mich so ein bisschen die Figur, die am wenigsten. Also die anderen wissen nicht so genau, was sie machen wollen. Also Kida weiß irgendwie, es gibt ja, die haben einen Hochzeitsladen für Hochzeitskleider und er will irgendwie nähen und er will, dass dieser Laden am Laufen ist. Kostja macht irgendwelche Sachen und auch viel Unsinn, fährt ein schickes Auto und man weiß nicht so genau, was er macht. Und bei dir ist es so am offensten. Mhm. Also war das im Drehbuch auch schon so, dass man nicht so genau wusste, was macht der eigentlich oder wo ist der eigentlich verortet? Also was ich zu der Figur sagen kann, ist, die ist ja auf der Suche nach etwas. Ne? Die ist einerseits auf der Suche nach dem Sinn für sich irgendwie und andererseits versucht er die ganze Zeit einen Song zu schreiben und am Ende wird ihm so alles klar. Aber irgendwie kommt diese Erkenntnis dann auch
von der Liebe, die er sieht, wenn er das Baby ansieht, oder von der Liebe zu seinen Brüdern und so weiter. Und dann fällt es ihm ein und dann fängt er an, den Text zu schreiben. Was ich sagen kann, ist, da war die Figur, die war vorher noch ein bisschen anders. Da wäre das ein Boxer gewesen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich so viel abgenommen habe, weil ich dann oben ohne Szenen hätte machen müssen. So, ja. Und dann kam das dann doch nicht dazu. Dann dachte ich, okay, komm, jetzt hast du schon mal abgenommen, dann machst du weiter. So. Und dann war das dann doch ein Sänger und das hat dann ein bisschen besser gepasst. Das fand ich auch cool vom Sinan. Und Sinan meinte so, ja, das macht dann auch mehr Sinn, so, weil die Leute dich ja auch im ersten Moment mit Musik verbinden und dann wissen die, okay, und der versucht Sänger zu werden in dem Film und so weiter. Genau, ja, also das ist so jetzt nur mal nebenbei. Aber die Figur ist auf der Suche nach dem Sinn. So, eigentlich sind ja alle auf einer gewissen Weise auf der Suche. Ja, und sie ist auch das emotionale Zentrum dieser beiden Brüder. Ne? Also weil du bist ja, Sinan sagte so, weil du strahlst so eine Wärme aus, du bist ja eigentlich der Wärmste und Weichste und versuchst auch immer zu vermitteln zwischen diesen beiden anderen Brüdern, die sich sehr viel mehr streiten. Ich muss auch dazu sagen, dass diese Figur gestern wir geben im Moment viele Interviews, deswegen, da hat mich jemand gefragt, da hast du jetzt was ganz anderes gespielt, als du wirklich bist. Und ich dachte, eigentlich stimmt es nicht so ganz, weil das ist schon, also jetzt nicht deckungsgleich, aber es ist schon näher an mir, als vielleicht die Leute glauben. Ich glaube, das sind halt Leute, die ein bisschen von außerhalb kommen, die vielleicht sich nicht damit beschäftigt haben. Für die ist direkt Rapper, ist dann direkt so eine gewisse Kategorie. Das ist voll der Draufgänger, voll der Proll oder was auch immer. Also ich sage, das ist jetzt nicht für jeden so. Aber wie gesagt, vielleicht für Leute, die da jetzt nicht so differenzieren bei dem Thema, weil sie sich nicht besser auskennen. Aber ich finde eigentlich, dass der Sinan das so sehr nah irgendwie an mir dran gehalten hat. So. Ja. Also so wie der Echo in dem Film ist, so erlebe ich ihn jetzt eigentlich auch persönlich und privat. Also wenn wir essen gehen oder so, dann ist der Echo eigentlich so, wie er in dem Film irgendwie halt auch ist. Also solltest du jemals ein hartes Image gehabt haben, dann haben wir es jetzt gerade erfolgreich zerstört. Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn man jetzt so differenziert, ist ja auch im Rap, genau wie in der Filmbranche, gibt es verschiedene Arten von Rap. Ja, es gibt Studentenrap, es gibt Gangsterrap und etc. etc. Und ich habe ja eigentlich immer eher für so eine ironische Haltung gestanden. Und ich weiß nicht, ob ich war jetzt nie der härteste der harten Rapper. So, ja. Ich hatte immer eigentlich sehr witzige Texte, manchmal auch traurige, aber Humor war eigentlich immer mein Ding, so auch in der Rap-Geschichte. Und deswegen, also das beißt sich nicht mit dem Film, im Gegenteil, ich finde, das passt sogar sehr. Das passt ja auch gut, weil es ja auch Musik von dir im Film, also nicht nur sozusagen in der Rolle, dass du sozusagen einen Song schreibst, sondern es sind ja auch Songs von dir drin. Aber ich würde gerne nochmal, dass wir vielleicht uns mal die drei Brüder, damit wir uns die alle mal sehen, die drei Brüder mal angucken. Film ab. Genau, das ist das Ende des Films. Das heißt, wir gucken dann von oben zu, wie die 60, das kommt bei Minute 30. Und dann da lässt die Witzdichte kurz nach. So ja, für 60 Minuten ist ein Witz. Und dann, ja. Ich fand es gerade so lustig, wie der Kida in der Rolle über seinen eigenen Witz lacht. Es klingt übrigens so, als hätte er tatsächlich gelacht. Also nicht nur in der Rolle, sondern auch wirklich tatsächlich gelacht. Es wirkt sowieso so, als hättet ihr relativ viel gelacht am Set. Ja, also haben wir wirklich. Also ich meine, es ist jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil es sagen ja immer so die Leute so nach dem Film, wir haben uns super verstanden. Und wenn dann die Schauspieler, wie war es mit dem Regisseur? Ja, mit dem war super, super. Und so, weil alle irgendwie in diesem Business alle sich irgendwie halt loben und sagen, oh Gott, es kann sein, dass er nochmal einen Film macht, der soll mich ja nehmen. Oder man denkt, es kann sein, dass er morgen voll mega Promi ist, jetzt schon Promi, der spielt nie wieder mit und so. Aber bei uns ist es so, wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe irgendwie, also die drei Jungs und ich, haben eine WhatsApp-Gruppe und es vergeht eigentlich kein Tag, in dem wir uns nicht aus den verschiedensten Stellen Deutschlands die ganze Zeit schreiben, ey, ich bin hier und Witze machen und so. Also wir hatten wirklich unheimlichen Spaß, aber wir sind humortechnisch, ist es halt für mich und für die halt super, dass wir humortechnisch auf einer Wellenlänge sind. So, ja? Das heißt, wir lachen über dieselben Sachen und wir mussten uns immer mal so am Set disziplinieren und sagen, hey, ist alles sehr teuer, wir müssen jetzt aber auch mal wieder drehen und wieder arbeiten und nicht die ganze Zeit Witze machen. Also es war wirklich unheimlich toll und ich glaube, das haben ganz, ganz viele schon gesagt mittlerweile, die den Film gesehen haben, dass das auch rüberkommt im Film, dass man da einfach merkt, dass ich sehr lustig war. Na, weil es gibt ja so eine Ebene, ne? Also ich meine, man, also ich
würde das jetzt mal die Magie sozusagen des Filmemachens, und das überträgt sich ja. Ne? Also man merkt schon, dass ihr eine gute Zeit hatten, und natürlich hast du recht, es wird viel gelobt im Film, und auch wenn das alles nicht stimmt, sagt man dann vorne immer, ja, es war total prima, wir sind super, die dicksten Freunde. Ja. In diesem Falle merkt man das tatsächlich. Wir hatten denn, da ihr ja so als drei Brüder sozusagen als die Hauptdarsteller plus Baby Clara, wie war das denn für die anderen Schauspieler, Sinan? Also ich meine, die Frauen sind etwas unterpräsentiert, sagen wir mal so, im Film, die haben irgendwie Nebenrollen. Wie fühlten die sich dabei? War das für die, waren die auch Teil des Ganzen, oder waren die eher so ein bisschen, da waren die drei Brüder und du? Ja, jetzt muss man sagen, das ist eine gute Frage. Jetzt muss man sagen, wenn wir mit den drei Brüdern gedreht haben, dann waren die drei Brüder, also die haben sehr viele Szenen, wo die zusammen sind, ja. Und immer wenn andere Schauspieler, dann war es halt so, dass der Kostja zum Beispiel jetzt im Casino, was wir gesehen haben, da ist der Kostja alleine im Casino und so. Und da gab es nicht dieses drei plus die anderen, so das Ding. Also insofern war das super. Und wir haben halt auch wirklich halt auch so geschaut, auch bei den anderen Leuten, der Jakob Matschens oder der Frederik Lau oder so. Also wir haben halt wirklich auch geschaut, das sind halt auch Leute, Schauspieler, die wir kennen und die wir mögen, die wir eigentlich auch alle kennen. Und ich muss auch ganz offen zugeben, es war auch schon so, dass ich mich ja mit den Jungs so gut verstanden habe, dass wenn es eine Idee für eine Rolle gab und wir dann so gesprochen haben, sag mal, den Nachbarn könnte der und der, und dann sagte Kostja, der wirklich, oder der Kida, oh, ich habe schon mal mit dem gearbeitet und so, dann war nicht, und also ich habe halt wirklich darauf geachtet, dass so die Stimmung für die Leute irgendwie halt gut ist. Das heißt, eigentlich waren auch alle Schauspieler drumherum, die da mit waren, waren irgendwie Friends oder Leute, die wir mögen und die wir kennen und so, und insofern war das eigentlich irgendwie ganz schön. Was manchmal ein bisschen problematisch war, ist, dass wir uns immer die ganze Zeit schlapp gelacht haben und da machen und die Beleuchter aber trotzdem irgendwie da mit den Lampen und so, und dann gucken die, wie wir irgendwie halt lachen, und das fühlte sich manchmal so ein bisschen komisch an, aber die haben dann nach Feierabend ein Bier bekommen. Viele Biere nehme ich an. Viele Biere. Jeden Tag so waren. Wie viele Drehtage hattet ihr? 30. Okay, ist das viel? Ist das dem Baby geschuldet? Weil man ja eben nur so kurz drehen kann mit Babys? Ganz genau. Naja, 30 ist für so einen großen Kinofilm eigentlich nicht viel. Der hätte jetzt eigentlich auch gut mehr vertragen können. Eigentlich so um die 40, 42. Und gerade wenn man bedenkt, auch mit dem Baby zu drehen, man kann da nicht so lange drehen. Man muss, wenn das Baby weint, dann weint es. Also es ist eigentlich irgendwie halt nicht viel für so einen großen Kinofilm, 30 Drehtage. Wenn man jetzt mal, also ihr da unten habt den Film ja alle wahrscheinlich noch nicht gesehen und guckt ihn euch an. Vielleicht nochmal so, man hat im Trailer ja so einiges gesehen. Also nochmal so ganz kurz zur Geschichte. Man sieht diese drei Brüder und diese, ich nenne sie jetzt mal ganz knapp gesagt, diese Entwicklung, die die drei machen. Also die haben am Anfang starke finanzielle Probleme. Sie werden irgendwie rausgeschmissen. Der Brautladen soll zwangsgepfändet werden. Also die müssen irgendwie raus, und dann verspielt Kostja das letzte Geld, was sie noch haben. Also sie verkaufen das Gold der Eltern. Und sie kommen eben zu diesem Baby. Wenn man das jetzt mal, Sinan, aus deiner Sicht zusammenfasst, das wird immer so ein bisschen als so eine, ich nenne das mal Culture-Clash-Komödie vermarktet. Worum ging es dir denn neben der Tatsache, dass da viele Witze drin sind und dass es eine flotte und eine sehr warme Geschichte ist, also eine emotionale, worum ging es dir noch? Also welche Botschaft, will ich jetzt mal sagen, wolltest du noch unterbringen, damit die tatsächlich auch mal ankommt bei den Leuten? Ja, also das ist bei allen dreien, alle drei haben ihre Geschichte so, ja. Also das heißt, der Kostja zum Beispiel hat eigentlich so die Botschaft, das, was du mit Botschaft nennst, oder die Geschichte, dass er eigentlich nie zufrieden ist, so, ja. Also der lebt nie im Hier und Jetzt, der ist nie zufrieden. Der hat diesen Laden, dann will der ein Handy laden, und man ist immer nie zufrieden. Und dieses Baby zeigt ihm, so ein Baby ist ja halt einfach da, oder ein Kleinkind, ein Baby ist da und es ist zufrieden. Wenn die Grundnahrungssachen, die Grundbedürfnisse gedeckt sind, dann ist es einfach zufrieden. Das heißt, ich habe immer versucht, in Relation zu dem Baby denen eine Geschichte zu geben. So, ja. Also das heißt, er sollte eigentlich von dem Baby lernen, dass eigentlich, dass man zufrieden ist, im Hier und Jetzt lebt, sozusagen, ja. Beim Echo ist es die Geschichte, dass er ja religiös wird und dass er da religiös ist und dass er aber diese Religiosität ein bisschen dogmatisch angeht. Also zieht dem Kind ein Kopftuch an und solche Geschichten. Und er sollte lernen, dass halt, und dann erst ist er kreativ und schafft es, sein Lied schreiben zu können. Er sollte lernen, dass das Baby
halt die Liebe ist und dass die Religion halt eigentlich auch nichts anderes ist als Liebe. So, ja? Also wenn man durch und durch mit Liebe gefüllt ist, dann ist man auch religiös. So. Und der Kida hat auch seine Geschichte, der hat so eine Unzufriedenheit, der ist aggressiv und der sucht eigentlich auch die Liebe und dieses Baby macht ihn sozusagen sanft oder macht ihn sanft so, dass er dann seine Liebe finden kann. So, ja. Das ist so ein bisschen so die Geschichte von den dreien, aber ich sag mal so, es stand schon für uns halt auch im Vordergrund, dass wir gesagt haben, hey, Hangover, andere Filme und so, die sagen jetzt auch nicht, ja, da geht es darum, heirate nie oder du wirst diese ganzen schrägen Sachen erleben oder so, sondern die Filme sind gemacht, damit die Leute reingehen und sich zu Tode amüsieren, unterhalten und rausgehen und sagen, boah, war der geil. Und das ist auch unser Ziel gewesen bei dem Film. Ja, aber es ist ja schon so ein bisschen in den letzten Jahren, weil du gerade Hangover sagst, ne? Also ich meine, so, ich sag jetzt mal der Buddy-Movie, ob das jetzt in diesem Falle sind es drei Brüder oder ob es wie bei Hangover vier Typen sind, die irgendwie eine letzte Nacht sozusagen verbringen, bevor der eine heiratet. Das ist ja schon auch so ein Genre. Ne? Das heißt also, die Zuschauer haben eine gewisse Erwartungshaltung, dass zwischen diesen vier Jungs, Männern, Typen, wie auch immer, bestimmte Rollen auch besetzt sind. Ne? Also es gibt den sehr, den durchgeknallten, es gibt den eher ruhigen, es gibt den braven. Also das erwartet man schon auch. Ne? Das heißt, ihr wolltet das schon auch bewusst bedienen, oder? Absolut, absolut, absolut. Ich sag ja, genau, absolut. Also so, dass man da einen Riesenspaß hat und das bedient. Wenn ihr euch zurückerinnert an den Dreh, gab es so einen Moment, wo man sozusagen das Gefühl hatte, so jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt geht es gar nicht weiter, jetzt sind wir entweder, ist es so lustig, dass wir nicht weiterkommen oder jetzt wird es irgendwie chaotisch? Gab es so Momente, also gerade auch an dich, Eko, die Frage? Also es gab eine Szene, Entschuldigung, es gab eine Szene, einen Witz von Kida, der am Ende nicht im Film gelandet ist, ist manchmal irgendwie aus schnitttechnischen Gründen und an der Stelle musste ich so sehr lachen, weil der Kida mir halt was Ernsthaftes sagen musste, was aber total lustig war. Und ich musste immer wieder lachen. Und das war die letzte Szene an dem Tag. Und es fing an zu regnen. Da waren so zwei, die haben so eine Art Haube für uns die ganze Zeit gehalten. Alle wollten weg und konnten nicht, weil ich die ganze Zeit lachen musste. Ne? Und das hat mir leid getan. Dann habe ich gesagt, die ganze Zeit gesagt, tut mir leid, ich kann nicht mehr. Lass mich ganz kurz chillen. So. Und das fällt mir immer ein, wenn ich dran denke. Ja, da ging es kurze Zeit erstmal nicht mehr weiter. Aber es ging danach noch weiter, weil es gibt ja diesen Moment, dass man tatsächlich sich nicht mehr einkriegt. Es gab da so ein, zwei Takes, wo ich halt mich so komplett zusammengerissen habe und an was anderes gedacht habe und dann meinte der Szene, okay, reicht. Ja, und dann war es drin. Aber die Szene ist, wie gesagt, nicht im Film, aber trotzdem. Also an die erinnere ich mich immer wieder. Jetzt habt ihr es glaubhaft versichert, dass das eine großartige Zusammenarbeit bei einem sehr lustigen Film war. Wie geht's denn weiter? Also wirst du weiter Schauspielern? Also ich kann das sowieso erstmal nicht entscheiden. Also erstmal muss das Publikum entscheiden, ob ich das gut kann. Und wenn das Publikum das entscheidet und den Film zum Beispiel besucht oder dass die Leute merken, dann wird es die Filmbranche auch sehen und denken, hey, den Echo Fresh, den besetzen wir nochmal. Also ich habe das ja nicht in meiner Hand. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich werde für ZDF Neo auf jeden Fall eine Serie drehen, die wird im August gedreht, da bin ich die Hauptrolle. Aber ob es nochmal für die Kinoleinwand ist, werden wir dann sehen. Vielleicht, wer weiß, drehen wir ja Teil 2, ich hätte auf jeden Fall Bock auf sowas. Und es gibt ja auch einige Beispiele, gerade in den USA, wo es Rapper geschafft haben, irgendwie die zum Schauspieler zu werden, ob das ein Ice Cube ist, Ice-T, Queen Latifah, LL Cool J, und das sind alles Leute, die jahrelang gerappt haben und dann später Schauspieler sind. Vielleicht ist das jetzt für die ersten Leute im Moment ein bisschen merkwürdig, das zu hören, aha, der Rapper spielt, aber wenn du vor 20 Jahren mal gesagt hättest, hier werden Jungs sein, die werden Sprechgesang machen auf Deutsch und werden damit irgendwie groß rauskommen und ihren Lebensunterhalt verdienen, dann hätte dir das auch keiner geglaubt. Das stimmt. Von daher, für mich ist dieser Schritt nicht unbedingt ein weiter. Das ist, man kann immer irgendwie da, weiß nicht, neues Land erkunden. So. Außerdem ist es nicht ganz neu, weil zum Beispiel ein Sido hat ja auch schon mal einen Film gemacht und jetzt dreht er seinen zweiten. Genau, macht gerade wieder einen. Genau. Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn ich nochmal eine Rolle mache, ich werde auf jeden Fall nicht nochmal den Rapper spielen oder der, außer natürlich, wenn es hier Teil 2 ist, werde ich den natürlich immer noch der gleiche da bleiben. Aber wenn es ein anderer Film ist, werde ich nicht den Rapper spielen oder den Musiker spielen, weil ich möchte dann schon als Schauspieler gesehen werden. Mhm.
Verständlicherweise. Sinan, wird es Teil 2 geben? Ja, ja, ich hoffe. 7 Türken und 4 Babys, wie auch immer? Nein. Ich muss dazu sagen, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, irgendwie, dass die drei Jungs, also ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, einen Film zu drehen, wo die drei Jungs nicht dabei sind, so, ja, weil ich die wirklich unheimlich mag und wir so zusammen sind. Und insofern wäre es eigentlich, also wir hätten sehr, sehr, sehr große Lust zu, da einen Teil 2 zu drehen. Aber da muss man jetzt abwarten, wie der im Kino läuft. Und wenn der im Kino gut läuft, dann gibt es eine gute Chance, Teil 2 zu drehen. Was dann auch nicht hier in Deutschland spielt, sondern das spielt dann vielleicht in der Türkei, in Anatolien oder in Istanbul oder Las Vegas. Las Vegas, glaube ich, ist eine gute Idee. Las Vegas. Da freut sich die Produktion. Da freut sich die Produktion, ganz genau. Wir würden uns auch freuen. Wir würden uns auch freuen, ja. Aber der wird auch definitiv saulustig, weil jetzt kennen wir uns auch noch richtig gut. Und mehr als 96 Witze. Also da ist dann Ziel in der Minute 2, das heißt 190 Witze im ganzen Film dann zu machen. So. Ein hehres Ziel. Ja. Jetzt seid ihr gefragt. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wir haben ein Mikrofon, ihr müsstet nur den Arm heben. Oder also erstmal würde ich gerne sagen, jetzt ist ja am Wochenende der Kinostart. Und falls da jemand Interesse hat, der Sinan hat es mir eben noch gesagt, ganz wichtig ist das erste Wochenende. Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen. Damit, gerade bei deutschen Filmen ist es sehr wichtig, damit die auch die Woche danach im Film, in den Kinos bleiben und nicht runtergestuft werden sozusagen. Ich mache das auch zum ersten Mal. Ich höre das hier und ich wollte das nur mal sagen. Weil also ich merke, alle reingehen. Richtig. Ich merke, ihr habt ein Grundinteresse daran. Falls ihr reingehen wollt, im ersten Wochenende wäre perfekt. Und nehmt ganz viele Freunde mit. So, jetzt oder haben wir eine Frage. Bitte. Ja, hallo, mein Name ist Hassan. Ich habe eine Frage, Echo. Und ja, zwar, bitte. Der Witz, wie war denn der eigentlich? Der was? Der Witz, wo du mal krank gelacht hast in den Zähnen. Das kann man nicht so richtig sagen, weil du ja jetzt den Zusammenhang nicht kennst. Aber der Kida hatte ein Date mit jemandem und es hat sich später herausgestellt, dass es ein Mann war. Und der hat mir das aber so ernst erzählt mit diesem Date, dass ich konnte das nicht ernst nehmen, weil ich ihn halt kenne so. Und ich habe mich halt jedes Mal krank gelacht. Das ging bestimmt so eine Stunde lang. Ja, ja, jetzt muss man dazu sagen, ihr habt ja gleich gelacht, ne? Der war halt richtig so krass derbe und derbe lustig, wie wir fanden. Aber bei so einem Film, der kostet knapp 3 Millionen Euro, sind ganz viele Beteiligte. Da ist die ARD zum Beispiel als Sender drin. Und die müssen dann halt auch immer gucken, irgendwann läuft der Film dann da. Und wir finden sowas unheimlich lustig und lachen uns schlapp. Aber die denken dann so, wenn dann unsere Zuschauer, die 50-, 60-Jährigen das auch sehen, die denken so, oh, was sagen die da? Und dann wird dann auch gerne mal gesagt, ah, Sinan, der ist ein bisschen zu krass, der Witz, kannst du den bitte wieder rausnehmen? Was aber nicht heißt, dass da keine krassen Witze mehr drin sind. Genau, richtig. Ja, aber der war schon irgendwie, der war den irgendwie ein bisschen zu krass. Der kommt auf die DVD. Genau. Gibt es weitere Fragen? Jetzt habt ihr die Chance. Genau, hier vorne und dann da. Ja, ich bin Mehmet. Hi. Ich wollte fragen, ob du denkst, dass du als Schauspieler größer rauskommen könntest als Rapper, also von dir selber aus gesehen. Das ist eine schwierige Frage. Es sind natürlich zwei verschiedene Bereiche und der Arbeitsbereich bei einem Schauspieler ist ein ganz anderer als beim Rapper. Beim Rapper bist du zum Beispiel bist du dein eigener Promo-Tool. So, ja? Ich bin ja die ganze Zeit meine Marke sozusagen am Promoten. Das ist bei Schauspielerei nicht so. Da wirst du quasi gebucht, gehst hin und machst eine Dienstleistung. Ne? Und wie groß man da rauskommt, ja, groß rauskommen ist natürlich relativ. Wenn du damit meinst, wie bekannt man ist, ich bin ja eigentlich schon relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob man jetzt durch einen Film dann noch bekannter wird. Vielleicht sehen das dann ein paar andere Leute, die mich nicht kennen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, da müsste man genau darauf eingehen, was wirklich die Definition von Erfolg ist. So. Und für mich ist es eigentlich, dass ich das machen kann, worauf ich Bock habe. Dass ich die Freiheit dazu habe, zu tun, worauf ich Bock habe. Und Film macht mir auf jeden Fall sehr viel Bock. Und
Ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Also für mich wäre es schon ein Erfolg, wenn ich das weitermachen dürfte. So. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man das nennen soll oder ich weiß nicht, wie man das definiert, groß rauskommen. Ja, ich weiß es nicht. Das wäre meine Definition. Was sagst du dazu? Nein, also du machst es, ist ja ganz easy irgendwie. Jetzt ist dieser Film und dann kriegst du andere Angebote und dann spielst du Ja, und dann lernen dich halt auch Leute kennen, das finde ich ganz schön, die jetzt vielleicht nicht Rap-Musik hören, so, ja. Die lernen dich als Schauspieler kennen und ja, und irgendwann wirst du Tatortkommissar und bist dann ermittelt er so. Dann kommt er immer, sagt so, ja, Kriminalinspektor Echo Fresh, wo waren Sie um 22.15 Uhr gestern Abend? Ich werde auf jeden Fall immer weiter Musik machen, egal was passiert, weil das aus meinem Herzen kommt. Das ist ja meine Ausdrucksform. Ich bin ja, ich habe das ja nicht mit einem Plan damals gemacht. Ich habe ja Musik aus Spaß gemacht. Ich habe nicht gedacht, boah, wenn ich das so und so mache, dann werde ich berühmt und dann werde ich das, dann kann ich damit Geld verdienen. Das war ja nicht meine Absicht. Ich bin ja damals mit 16, 17 entdeckt worden, weil es meine Leidenschaft war. Das heißt, ich würde das auch machen, wenn gar keiner zuhören würde, weil es einfach meine Form ist, mich auszudrücken. Ne? Der eine malt Bilder, der andere schreibt Texte so und das ist halt mein Ding so. Deswegen werde ich das immer machen. Nur wie jetzt meine Jahresgestaltung ist, ob ich jetzt 4 Monate drehe und 2 Monate rappe oder 4 Monate rappe und 2 Monate drehe, so das muss ich irgendwie entscheiden noch. So, hier vorne, genau. Hallo, mein Name ist Walid und ich habe eine Frage an Sinan. Machen da auch Claras Eltern mit? Nee, die spielen in dem Film nicht mit, aber die Mama war, also eine Person muss ja immer die ganze Zeit da sein, um dann, sobald sie dann nicht vor der Kamera ist, sie wieder zu nehmen. Oder wir mussten auch die Mama immer ab und zu da zum Beispiel im Spielcasino so postieren, damit sie die Mama sieht, so, ja, damit sie dann halt beruhigt ist, ah, Mama ist da und so. Das heißt, sie spielt nicht mit, aber sie ist für das Kind die ganze Zeit da. So, da gibt es noch eine Frage, genau. Habt ihr von German Dream ein paar Lieder genommen oder neue gemacht? Sehr interessante Frage. Sehr gute Frage. Ich kann dir das beantworten. Also es gab, wir haben natürlich meinen ganzen Katalog irgendwie mal ein bisschen durchgehört oder der Sinan hat sich schlau gemacht, was ich alles schon so rausgebracht hatte, um dann natürlich vielleicht hier und da was zu positionieren. Aber es ist natürlich so, ich mache das ja so jetzt irgendwie 13 Jahren und so, da sind verschiedenste Plattenfirmen, verschiedenste Verlege und so weiter mit im Spiel gewesen. Das weiß die nette Dame hier an meiner Seite auch. Und man konnte nicht auf alles zurückgreifen. Das war nicht so einfach, weil dann, es ist ja auch eine gewisse Timeline anzuhalten und du musst dann innerhalb dieser Abgabezeit irgendwie den Film fertig machen. Und das heißt, du kannst eigentlich nicht warten, bis der eine eine Freigabe schickt und der andere wohnt jetzt nicht mehr in Deutschland oder was auch immer. Und deswegen haben wir uns verstärkt auf die Sachen konzentriert, wo wir wussten, dass wir das sowieso bekommen können. So. Und das ist dann eher das Neuere gewesen, beziehungsweise vom neuesten Album. Und da hört man zwei Lieder kurz angeschnitten. Der Sinan hat auch überlegt, ob das überhaupt schlau ist, von mir Musik reinzutun, weil wir, wie gesagt, mich irgendwie als Schauspieler darstellen wollten. Aber wir sind dann auf die Idee gekommen, dass die Leute, die mich nicht kennen und den Film quasi einfach so angucken, ohne zu wissen, dass ich Rapper bin, die würden ja dann auch nicht wissen in dem Moment, dass das Lied von mir ist. Und von daher haben wir es dann so gemacht. Aber das ist kein, das sage ich euch, das ist kein Hip-Hop-Film oder so. Ne? Da sind Hip-Hop-Stellen dabei. Da sind auch coole Sprüche dabei, aber es ist auf der einen Seite auch einfach ein Familienfilm, eine Buddy-Komödie. Das ist jetzt nicht Hip-Hop-spezifisch so, ja. Da kommen zwei Lieder von mir angeschnitten vor, aber auch andere Lieder, wie von Milky Chance oder an einer Stelle, es ist ein ganz trauriges Lied, wie heißt das nochmal? So Alone. So Alone. Und so. Also da sind auch so richtig geile, sag ich mal, Pop-Lieder oder Balladen und so weiter drin. Ist einfach sehr gut, also die Musik ist sehr gut. Da haben wir eben noch ein Kompliment gemacht, ne, dass die Musik so toll absolut. Ausgewählt ist. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, da kommen zwei Lieder vom Deutscher Traum-Album vor. Das ist einmal German Dream, das kommt ziemlich früh am Anfang direkt, und einmal Lan Lassmeier, das kommt einmal, als der Kostja ins Auto steigt. Genau, dann hast du den Schlusssong. Ach so, ja, genau. Stimmt, Entschuldigung. Und dann habe ich einen Song extra dafür gemacht, also extra für den Film, den habe ich mit Max Mutzke zusammen gemacht, den kennt ihr sicherlich von Stefan Raab damals, und der Song ist so,
der geht halt um Liebe, um eine gewisse Liebe so zwischen seinen Freunden oder seinen Brüdern und so weiter. Und das ist der Song, den der Mesut, also den der Charakter im Film, versucht zu schreiben die ganze Zeit. Und am Ende kommt er dann. Und das war ganz interessant, weil den durfte ich eigentlich ja nicht aus Echo Fresh Sicht schreiben, sondern eigentlich aus der Mesut-Sicht schreiben. Also musste der so sein, dass einer, der den Film guckt, das versteht, aber auch einer, der vielleicht ein Fan von mir ist und auf den Song stößt, jetzt nicht denkt, hey, was ist das denn? Das hat ja gar nichts mit Echo Fresh zu tun. Also das hatte so ein paar interessante Komponenten, die ich dann einhalten musste. So, ja, aber der ist ja ganz schön geworden. Der ist auch noch am Schluss so eine Art Kinderchor noch zu hören. Ist ein ganz, ganz süßer Song, sag ich mal, der dann am Schluss nochmal kommt. Ja, der hat ja die ideale Funktion, die so ein Schlusssong eigentlich haben soll, dass er sozusagen das Gefühl vom Film und natürlich auch das, worum es eigentlich geht, in dem Film sozusagen zusammenfasst. Das heißt, idealerweise, wenn man rausgeht als Zuschauer und wird vor der Tür gefragt, was ist denn das eigentlich für ein Film, trägt man das Gefühl mit, was man in diesem Song gehört hat. Und genau diese Funktion erfüllt er auch. Also der hat ja so, der fasst den Film zusammen und das Gefühl. Also der geradezu perfekte Schlusssong. Ja, danke schön. Das ist ja, da währenddessen laufen die Outtakes so, da sieht man nochmal lustige Bilder so, die während des Drehs waren und so. Und ja, ich mag den auch. Den gibt es wahrscheinlich irgendwann bei iTunes. Das ist aber nicht so, dass er über mein Label kommt. Das kommt irgendwie über einen Vertriebsweg, den der Verleih irgendwie entschieden hat. Aber ich werde es trotzdem natürlich posten, sobald ich das weiß, falls jemand den Song haben möchte. Also der ist erhältlich, sozusagen, mit dem Soundtrack. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, zwei haben wir noch. Machen wir die zwei noch, genau. Einmal hier vorne und dann da hinten. Ja, also mein Name ist Johannes. Ich wollte fragen, du hast ja dieses Jahr oder in den letzten Monaten ein Album rausgebracht, jetzt eine Tour gerade gehabt und den Film gedreht. War das so das anstrengendste Jahr oder das Jahr, in dem du am meisten beschäftigt warst in deiner Rap-Karriere oder in deiner Karriere? Ja, also die Tour läuft noch, muss ich sagen. Also ich muss bald wieder los und tatsächlich ist es das anstrengendste Jahr gewesen für mich, aber ich habe so lange darauf hingearbeitet, dass ich mir immer wieder gesagt habe, wenn ich das gerade anstrengend fand, so hör mal, reiß dich jetzt zusammen, weil dafür hast du es gemacht, dass es jetzt so ist. Ne? Und das, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, ist, dass ich vielleicht ein bisschen effektiver arbeiten kann, dass ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen kann, dass ich den Luxus habe, mir mehr Zeit nehmen zu können, zum Beispiel bei Alben, dass das vielleicht alles ein bisschen mehr ausproduziert ist, dass die Track-Auslese genauer getroffen wird und so, nicht dieser Einjahrestakt so, der finde ich mehr was für Newcomer vielleicht ist. So, ja. Und ich wünsche mir das für die Musik und für die Schauspielerei, habe ich eben schon gesagt, werde ich mir die nächsten Sachen ganz genau aussuchen. Ich bin jetzt gerade in einem Sinan Akkush-Film, ja. Also ist das nächste für mich mindestens Hollywood. Steven Spielberg oder sowas. Ja. Also was soll da noch... Ich kann dich gar nicht mehr bezahlen beim nächsten Film. Was soll da noch kommen? Ne? Was soll danach kommen? Ja, das muss ja Martin Scorsese oder sonst was sein, um das zu toppen. Nee, Spaß. Also ich werde mir das ganz genau aussuchen, was ich bei der Schauspielerei machen werde, weil bei der Musikgeschichte hatte ich ja damals gar nicht die Möglichkeit, ich bin da so jung reingeraten, ich hatte gar nicht die Möglichkeit zu überlegen, oh, am besten mache ich das so und das passt zu mir und dann werde ich das so machen und so. Also ich bin nicht mit diesem Gedanken, mit diesem klaren Gedanken daran gegangen. Aber jetzt bei dieser Schauspielgeschichte, jetzt bin ich halt schon erwachsen und kann mir das ja aussuchen, wie ich das mache. So, ja. Und deswegen werde ich mir die nächste Sache ganz genau überlegen und um deine Frage dann zu beantworten, ich würde mir wünschen für 2015, dass ich effektiver arbeiten kann, heißt weniger machen muss, sondern nur das, was mir Spaß macht wirklich, um trotzdem zum selben Ergebnis zu kommen. Das wäre mein nächster Wunsch so. So, eine Frage haben wir noch. Hallo, ich bin Sarah und ich wollte fragen, ob du mal deinen Lebenslauf verfilmen willst. Lebenslauf. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, das werde ich nicht machen. So, auch wenn die Leute das mich fragen würden, ich werde das nicht selber spielen, weil ich will auf gar keinen Fall Echo Fresh in einem Film spielen. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn du das einmal machst, dann kannst du danach keine andere Rolle mehr spielen, weil du dann schon dich selber gespielt hast. Deswegen habe ich auch eben gesagt, sogar die nächste Rolle dürfte sogar nichts mit Musik zu tun haben. Hier ist es noch so, der will Sänger werden, der ist jetzt kein Rapper, der will Sänger werden.
Und es ist vielleicht für das erste Mal ganz gut, weil dann wissen die Leute, wo sie dich ein bisschen einordnen können. Aber fürs nächste Mal werde ich das definitiv nicht machen, weil wenn ich das mit der Schauspielerei ernst nehme, dann möchte ich nicht mich als Rap-Charakter spielen. Das kommt für mich nicht in Frage. Aber wenn das jemand anders machen will und der will jemand anders, wenn er denkt, das war so interessant, was ich letzten Jahr so gemacht habe und der will jemand anders das spielen lassen, ja, kann ich es nicht verbieten. Dann müssen die mir halt ganz, ganz viel Geld überweisen und der zieht dann mir noch ein iPhone schenken und dann, und dann, können wir das. Und dann müsste Scorsese sein, mindestens, und genau, dann genau. Vielleicht. Aber Spaß beiseite. Also ich werde nicht Echo Fresh spielen auf der Leinwand. Werde ich nicht machen. Das ist ein geradezu perfektes Schlusswort. Sinan Akkuş würde ich schon eher spielen. Ja. Vielleicht macht ihr mal so, ihr beide. Also du, und ich würde super gerne mal Echo Fresh spielen. Interessante Idee. Ja. Das, also darüber reden wir dann Film, im nächsten Jahr. Echo Fresh spiele sein Leben. Ich sag Bescheid nochmal. Da treffen wir uns dann alle hoffentlich wieder. Ja. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Ja, viel Erfolg mit dem Film. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Und viel Erfolg. Dankeschön. Danke fürs Dasein. Hey. Vielen Dank.